dass der die Gruppe anführt. Schauen wir mal hier in den Laptop rein. Den Laptop nehmen wir mit. Da können wir dann Daten auslesen und uns dementsprechend Informationen beschaffen. Das macht dann alles der Duck, unser Computerspezialist, den wir jetzt auch in der Party drin haben. Hot Sauce, den nehmen wir mit. Die wollte irgendjemand haben. Ich glaube, der Joel wollte diese scharfe Soße haben. Ich glaube ja, der war das. Dann wird er sich freuen und wird ein bisschen bessere Motivation haben. Das steht ja eigentlich auf dem Schild draußen. The End is here. Ja, kann sein. So, wir hätten jetzt noch einen Supermarkt hier. Da vorne hatten wir auch noch einen Waffenladen, oder? Ja, gehen wir erstmal in den Supermarkt. Solange wollte ich euch das gar nicht zeigen, das Spiel. Das wird jetzt wahrscheinlich schon wieder mehr Teile werden, als ich eigentlich geplant hatte. Aber okay, machen wir das. Die Tür ist auch verschlossen. Hinten haben wir eine Tür. Da gehen wir mal bitte kurz hin. Die können wir hier nicht öffnen, die Tür. Gut, dann gucken wir erstmal hier in den Abfall rein. Nehmen das Baumaterial mit. Das Baumaterial. Okay, nehmen wir alles und schicken dann wieder die Ratte weg. Ja, manchmal ist das Spiel noch ein bisschen... Ja, ein bisschen von der Bedienung her nicht ganz so komfortabel. Das Spiel ist mittlerweile nicht mehr im Early Access. Das hier ist übrigens auch die GOG-Version, die wir spielen. Gibt es auch auf Steam. Wie gesagt, da war es im Early Access. Mal kurz hier in den Wagen reingucken. Aber mittlerweile ist es fertig. Läuft technisch zu 100%. Also Abstürze habe ich, glaube ich, bisher einen gehabt. Aber ja, gut. Das ist immer so bei Computerspielen. Das passiert. Aber ansonsten läuft es ganz gut. Aber die Entwickler arbeiten natürlich immer noch dran, bringen neuen Content und kümmern sich auch noch um Bugs, die im Spiel drin sind. So, gut, wir brauchen wieder Max, der bitte die Tür einschlägt. Das ist wieder laut, das wird wieder Leute anlocken, wie zum Beispiel der Zombie da oben, der kommt schon wieder und da steht ein Zombie vor uns. Wer ist das denn? Melinda? Okay, die scheint, Melinda und Oscar, die scheinen nicht böswillig zu sein. Das ist gut. Ich glaube, das ist erstmal, dass ich Überlebende finde, irgendwie. Du rennst hier oben hin, kümmerst dich um den Zombie, der von dort kommt. Dann ziehen wir noch einen ab hier hin. Und na, von da kommt nur einer. Du kannst auch hier hingehen. Die scheinen freundlich zu sein. Hoffentlich haben die keine Schusswaffen und ballern rum. Mehr Schüsse, mehr Lautstärke, mehr Zombies. Ah, jetzt hat er hier unseren Duck erwischt. Halb so wild. Es geht alles noch. So, komm, jetzt machst du platt. Gut. Gut. Kannst du nochmal zuschlagen? Nein, leider nicht. Komm, mach einen Platz. Perfekt. Perfekt. Ja, sie kämpfen mit gegen die Zombies. Aber angreifen können wir ihnen leider nicht mehr. So, komm, Max. Nein, Max schlägt daneben. Das macht er ganz selten. Unser Brutalinski. Ah ja, gut. Ein bisschen verletzt. Das ist halb so wild. War's das? Gut, jetzt frage ich mich natürlich nur, wie können wir mit den Leuten reden? Gar nicht? Ach doch, mit Oscar können wir reden. Sehr schön. Stay back. I'll kill you for what you did, I swear. Wir haben noch gar nichts getan. Whoa, I didn't do anything to you. Calm down. We are just here for medical supplies. We don't want any trouble. I think you are confused, son. You hit me, I will end you. Jetzt könnte man direkt angreifen, aber ich sage erstmal, hey, pass auf, wir haben dir noch gar nichts getan, bleib ruhig. Shit, you are not the ones that hit my shop before. Nein, wir haben deinen Shop noch nicht überfallen. Noch nicht. Wer bist du?
Und was zum Teufel tut ihr hier? We didn't know there was anyone here. We just came here for medical supplies. Wir suchen also nur medizinische Sachen. She looks hurt. What happened? Wir können jetzt fragen, was mit ihr passiert ist. Oscar, are you there? Ich glaube, die spricht kein Englisch. We are just here for supplies. Stay out of our way. Nein, wir sagen einfach, wir bleiben weiterhin freundlich. Shit, okay. Just take some and get out. What happened to you both? She looks pretty bad. Was ist mit euch passiert? Are you a doctor? Her wounds, I'm just making it worse. I'm not, but we have people back at our shelter that might be able to help you. No, no, I can't bring her back out there. She needs a doctor. Jetzt können wir mit ihm verhandeln. Es ist nicht weit. Lass uns einfach dahin bringen. Did you hear me? She's too hurt to walk. I'm not moving her. Just go. Jetzt müssen wir erst einen Arzt finden, um die beiden zu retten. Das ist natürlich nicht so gut. Schade, habe eigentlich gedacht, wir könnten ihn überreden. Schade, weil ich finde irgendwie in dem Spiel keine Überlebenden. Die Überlebenden, die bisher gekommen sind, die sind ja rein zufällig gekommen. Durch Zufallsereignisse. Trotzdem plündern wir jetzt erstmal alles, mir doch egal. Und auch die beiden hier können wir jetzt nicht überreden mitzukommen. Schade. Vielleicht ist unser Skill daher, Antibiotika, sehr schön. Und Deo, sehr schön. Noch nicht groß genug, der Verhandlungsskill, obwohl Negotiation, ja, gerade mal bis dahin. Vielleicht ist der Wert nicht hoch genug, um ihn zu überreden. Das ist schade. Schade, schade, schade. Da finde ich mal Überlebende. Und die wollen nicht mitkommen. Warum denn nicht? Ich bin doch so freundlich. Hier haben wir eine ganze Menge. Kolein, noch mehr Binden, Zigaretten, Schokoriegel, noch mehr. Und wunderbar, das nehmen wir alles mit. Ja, gut, er will nicht mitkommen. Müssen wir uns merken, dass hier Überlebende sind. Und dann für den Fall, dass ich mal meinen Überredungskünste verbessere, dass wir dann hier nochmal hinkommen und ihn dann überreden. Denn zwei Überlebende mehr kann ja nur positiv sein. Oh, hier sind wir jetzt ehrlich gesagt zu viele Zombies. Können wir hinten durchgehen? Können wir eventuell. Haben wir schon das Auto hier durchsucht? Das haben wir durchsucht, oder? Rennen wir erstmal hier hin. Dann gehen wir durch die Hintertür. Das wird zwar wieder laut und das wird wieder Zombies anlocken. Das ist mir jetzt egal. Wir brauchen wieder Max. Oder Max. Geht mal bitte hier zur Tür. Ah. Eine 100er Tür. Das heißt, da muss er mindestens zweimal, wenn nicht sogar dreimal draufklopfen. Kloppen. Klopfen an sich bringt nichts. Aber ist ja klar, dass so ein Waffenladen gesichert ist. Was habe ich mir nur gedacht? Okay. Er kann nichts tun. Duck kann auch nichts tun. Dann lassen wir da stehen. Klar, dass jetzt wieder Zombies kommen. Okay. Damit war zu rechnen. Wir müssen jetzt aber nicht gleich so viele kommen. Ja, hier kommt noch ein paar mehr. Gar keine Frage. Komm hier. Zombie-Party. Und von dort auch noch. Okay. Es scheint, wir müssen erstmal kämpfen, bevor wir die Tür einschlagen. Obwohl, ich werde jetzt erstmal die Tür einschlagen, weil noch mehr Zombies können wir ohnehin nicht anlenken. Ja, sicher. Also, hau du erstmal auf die Tür. Perfekt. Vermutlich wird innen drin auch noch ein Zombie sein, oder? Nein, so unfair ist das Spiel dann im Moment doch nicht. Max geht wieder einen Schritt zurück. Du kümmerst dich bitte um den Zombie. Bitte nicht immer daneben schlagen. Oh, haut jetzt zweimal daneben, ey. Naja, immerhin einmal getroffen. Okay. Da kümmert sich um den Zombie. Wir kümmern uns auch um den Zombie. Kann ich eigentlich auch... Ich kann auch querschlagen. Wenn man so eine lange Waffe hat, kann man auch querschlagen. Wenn man nur ein Messer hat, dann kann man immer nur nach rechts, links, oben oder unten schlagen. Oder stechen, wie auch immer. Okay, das sind dann jetzt schon ein paar Zombies mehr. Sollten wir trotzdem handeln können. Okay, Vic ist schon ziemlich übel angeschlagen. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Nicht mehr genug Punkte, schade. Oh mein Gott. Gott sei Dank. Zieh sie mal bitte ein zurück. Da kaut den Zombie bitte Platz. Muss nochmal draufhauen. Ja. Okay. Geht dann gleich zu Vic hin und verarztet ihn.
4 hauen natürlich auch daneben. Wie sollte es anders sein? Aber wir haben ja noch Max, der kann den Tag retten. Mehr oder weniger. Die können uns auch zu Boden stoßen, dann sind wir echt in Probleme. Oh komm, Max. Gibt's doch gar nicht. Ziehen wir uns trotzdem mal zurück. Lassen wir da die Zombies. Und wir sind wieder dran, das ist gut. Sehr gut. Du bleibst trotzdem da stehen. Wir holen jetzt Duck, der sich hier hinstellt. Und erstmal Vic verarztet. Das geht nicht, da muss er noch einen nach oben gehen. Okay, kein Problem. So, da geht's dann auch gleich schon wieder ein bisschen besser. Nur ein bisschen, aber immerhin. Sehr gut. Das war ein guter Treffer. Die Leute erholen sich natürlich auch, während sie zu Hause schlafen, also in der Schule schlafen. Da erholen sich dann auch. Guter Treffer. Einmal hier den Weg zumachen. Du bleibst da stehen. Und Duck verbindet ihn nochmal. Das kostet auch immer ein paar Punkte. So, der ist schon wieder fast komplett geheilt. Das ist in Ordnung. Und wir hauen wieder daneben. MS Standard ist nicht der größte Zombiejäger aller Zeiten. Aber beide Angriffe können wir abwehren, so wie es aussieht. Awesome. So, wer ist dran? Max ist dran. Hau dir mal richtig was vor die Murmel. Richtig, richtig. Und du kannst schon mal reingehen. So, wir müssen nochmal Max verarzten. Jedes Mal, wenn wir einen verarzten, verbraucht das eine Bandage. Sehr schön. Guter Angriff. Wir ziehen uns zurück. Lassen wir den Zombie ruhig ein bisschen Aktionspunkte verbrauchen, indem er sich bewegen muss. Den Zombie, die Zombie-Dame, man weiß es nicht. Perfekt. Das dürfte es zunächst gewesen sein. Durchsuchen wir die Leute erstmal. Baumaterialien dabei. Was haben wir hier? Tabletten, um Wasser zu reinigen. Sehr gut. Munition. Nichts mehr. Ich packe erstmal alles hier rüber. Geht das gar nicht? Arm muss komplett hier rüber. Bum, 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 bum. Das geht nicht. Das hat nämlich alles der Max eingesteckt, aber der wird das schon... Oh Gott. Der wird das schon ordentlich in der Schule ablegen, will ich hoffen. Also der steckt sich das nicht selbst ein, das kann ich mir nicht vorstellen. Und noch mehr Munition, sogar für die Waffe, die wir dabei haben. Sehr gut. Dann gehen wir nochmal in den Waffenladen rein. Hoffentlich machen wir fette Beute. Equipment Locker, was haben wir dort? Eine Police Shotgun. Awesome. Extrem laut, aber nun bitte. In der Toilette scheint auch noch was zu sein. Vielleicht Medizinschrank oder was? Die Toilette selbst. Toilettenpapier, das nehmen wir natürlich mit. Erhöht die Moral. Oh, wir können durch Wände gehen. Ist das nicht super? Und Elektroschocker, Munition, nehmen wir natürlich alles mit. Den Pfeil nehmen wir auch mit, weil irgendwann werden wir sicherlich auch einen Bogen kriegen. Was haben wir hier? Reizgas und eine Bola. Was man auch immer mit einer Bola macht. Egal. Gut. War durchaus zufriedenstellend, der Besuch hier im Waffenladen. War es das jetzt komplett, was wir alles durchsucht haben? Haben wir noch einen Laden vergessen? Hier konnten wir, glaube ich, nicht rein in den Laden. In der Kirche waren wir. In dem Laden waren wir... Ja, ansonsten haben wir, glaube ich, alles durchsucht. Hier den Laden haben wir ausgeräumt. Da sind ja die beiden Überlebenden drin, das muss ich mir merken. Im Waffenladen waren wir. Genau, in den Laden können wir nicht rein. Gut, dann können wir gehen. Ein erfolgreicher Ausflug. Wir begeben uns zurück in unsere Schule. In unseren Verschlag, in unser Shelter. War durchaus ein erfolgreicher Ausflug. Die Leute sind alle heil zurückgekehrt und wir haben wieder fette Beute gemacht. Das wird wieder alle Leute erfreuen. Leider konnten wir die beiden nicht überreden, mitzukommen. Muss ich zusehen, dass ich da irgendwie mal meinen Negotiation-Skill, meinen Verhandlungsskill erhöhe. Na
Naja, müssen wir mal schauen, wie das geht in Zukunft. Da sehen wir schon, Special Items haben wir mitgebracht. Zum Beispiel, ja, das Deodorant haben wir mitgebracht und noch irgendwas. Das muss ich mir gleich nochmal angucken. Natürlich viel Food. 9,5 Gallonen, das heißt, für 2 Tage haben wir auf jeden Fall wieder Strom. Luxusartikel. Bauteile haben wir mitgebracht. Antibiotika ist auch wichtig. Sehr schön. Wir haben fette Beute gemacht auf diesen Ausflug. Gut, jetzt weiß ich gar nicht, wie lang das Video geworden ist. Viel länger. Das werde ich dann wohl mal, viel länger als geplant. Das werde ich dann wohl in einige Teile aufsplitten. Das war Dead State. Habt ihr das auch mal gesehen? Ich finde es ein recht interessantes Spiel. Es ist nicht ganz so einfach, vor allem wenn man mal auf Plünderer trifft, die dann wirklich schwer bewaffnet sind. Aber es macht erstaunlicherweise viel Spaß, hier seine Schule zu verbessern, seine Charaktere zu verbessern, mit den Leuten zu reden und gucken, dass man die komplette Gruppe zusammenhält. Es wirkt ein bisschen bieder, das Spiel, aber insgesamt hat es einen richtig guten Tiefgang. Also mir gefällt's und die, ja, ich weiß gar nicht, ich glaube 26 Euro hat es auf GOG gekostet, als ich mal gekauft habe. Ist angebracht, der Preis, weil es steckt sehr, sehr viel Spielzeit drin. Bevor man, glaube ich, alles entdeckt hat, davon gehen hunderte von Spielstunden. Wenn nicht sogar tausende. Auf jeden Fall sehr viel Spielzeit steckt hier drin. Das war Dead States. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.